Guten Morgen. Oh, Doro, Mann, nichts. Was du denn hier? Können wir mal wieder nach Rügen fahren? Auf der Insel ist es so schön. Ich hab doch bald Ferien. Oh, mal schauen, wenn ich mal wieder Zeit habe. Hm? Mhm. Ist aber schön gemalt. Kann das Bild Mami im Himmel sehen? Klar, ganz bestimmt, du. Weißt du was, das hängen wir heute Abend in deinem Zimmer auf. Und jetzt ab ins Bad, los! Komm. Hey, Emma. Morgen, Papa. Morgen, Mike. Hey, 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 jetzt mal halblang. Ja, was ist überhaupt los? Emma will mir meine Kopfhörer nicht wiedergeben. Ja, aber er hat meine geschrottet. Die waren schon so gut wie Schrott. Erzähl doch nicht, bist du blöd, Mann. Selber blöd, Mann. Ich kauf dir ja neue. Jetzt komm hinsetzen und frühstücken, ja? Ich hab noch nichts gegessen und Schule geht gleich los. Mike, was mit Robert? Hast du ihn eingesperrt? Ja, mach ich gleich. Wow. Ich brauch ihn aber heute. Mann, Mike! Hey! Tut mir leid. Gian. Guten Morgen, Tia. Die kann ich doch später mit runternehmen. Du bist spät dran? Mm-mm. Kommt nicht in Frage. Der Arzt hat gesagt, du sollst dich schonen und das machst du jetzt auch. Dein Herz ist noch viel zu schwach. Ja, na, die OP ist 6 Wochen her. In der Reha hatte ich wirklich Zeit genug, mich zu schonen. Ich kann doch zweimal gehen. Die Krankenkasse. Hm? Ja. Sie wollen die Kosten für die OP nicht voll bezahlen. Ja, leider. Mach dir keine Sorgen. Wir zahlen das ab. Ich verdiene doch jetzt genug. Obrigada, minha linda. Ciao. Tschüss. Der Aufsichtsrat ist aber immer noch skeptisch, was die Übernahme von Santos Empresas angeht. Hören Sie, es gibt Mitbewerber. Wir müssen unser Angebot erhöhen, und zwar heute noch. Wenn die Banken Wind davon bekommen, dass Santos Empresas zum Verkauf steht, dann drehen Sie den Hahn zu. Sind Sie denn nach wie vor davon überzeugt, dass die Substanz des Unternehmens in Ordnung ist? Immerhin schreibt das Unternehmen seit Jahren rote Zahlen. Absolut. Die Auftragsbücher für die nächsten Jahre versprechen eine hohe Rendite. Okay, wir sind dabei. 20 Millionen sind aber das Maximum. Gut. Santos Empresas gehört Ihnen. Na dann viel Glück bei den weiteren Verhandlungen. Ich höre von Ihnen. Bis bald. Danke. Bravo. Das hätte ich nicht gedacht, dass du so schnell einen Investor findest. Es kommt nur auf die richtigen Kontakte an. Morgen. Morgen, Frau Liebegal. Morgen, Herr Strack. Was für Sie? Morgen. Morgen, Herr Strack. Bom, Senhor da Silva. Eu te mando isso mais tarde, então. De nada. Prazer é todo meu. Morgen, Frau Mendes. Guten Morgen, Herr Strack. Das hier ist ein Übernahmeangebot für eine wichtige Ausschreibung. Der Abgabetermin ist um 1 und bis dahin brauche ich auch die portugiesische Übersetzung. Das ist ein bisschen kurzfristig. Ach, das schaffen Sie schon. Sehen Sie es als Herausforderung. Schatz? Was machst du denn hier? Hallo. Guck mal, die Reiseunterlagen sind gekommen. Das Hotel ist so schön. Du, ich würde mir das wirklich sehr gerne in Ruhe angucken, aber um 1 Uhr habe ich einen wichtigen Termin. Aber da hast du doch noch eine Stunde. Komm doch mit mir ins Atelier. Ich habe die Bilder gehängt und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Gut. Frau Mendes? Ja? Schicken Sie das Angebot doch bitte per Kurier raus. Die Adresse steht vorne drauf. Okay, mach ich. Ich hätte mir an deiner Stelle den Deal mit den Portugiesen nicht aus der Hand nehmen lassen. Schon gar nicht von Edgar. Hallo, Andreas. Hey, hi. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Und dir? Auch. Wir sehen uns, ja? Ja. Der hat dir doch auch schon Barbara ausgespannt. Und wie es aussieht, wird er auch noch Partner von Gustav. Abwarten. Blumengießen, Spülmaschine ein- ausräumen, weiße Wäsche waschen, Waschmittel kaufen, Müll rausbringen, Bettwäsche neu beziehen, Kinderzimmer aufräumen, Milch ist alle. Doro 13 Uhr Gitarrenunterricht, Staubwischen, Küchenfenster putzen, Obst kaufen, Badezimmer wischen, Staubsaugen, das Brot ist auch alle. Ah, sehr interessant. Du musst dir Zeit nehmen. Du musst das Ganze auf dich wirken lassen. Tut mir leid, aber die Übernahme. Worum geht's denn da eigentlich? Du, wir kaufen im Auftrag eines Klienten ein portugiesisches Schiffbauunternehmen. Das klingt ja nicht so kompliziert. Das ist eine Ausschreibung. Es gibt Mitbewerber und nur das beste Angebot gewinnt. Das schaffst du schon. Übrigens. Papst hat uns eingeladen. Er zahlt uns sogar eine Suite im Hotel. Ich glaube, er hat ein schlechtes Gewissen, weil wir uns so wenig sehen in letzter Zeit. Ja, das ist ja nicht immer so. Ne? Und ich meine, solange ich meinen Job mache, kann mir niemand was. Mich nervt nämlich das Gerede in der Firma von wegen unserer Verlobung. Blanker Neid. Was machen eigentlich die Kinder, wenn wir im Urlaub sind? Tagsüber passt Emma auf Doro auf und über Nacht ist das Kindermädchen da. Ah, entschuldige. Herr Strack, ich kündige. Und zwar fristlos. Das geht doch gar nicht, wir haben einen Vertrag. Herr Strack? Ich bin eben von einer Echse angegriffen worden. Echse? Das muss Robert gewesen sein. Und Ihre Listen, das schafft doch kein Mensch. Aber darüber kann man doch reden. Jetzt nehmen Sie sich erstmal frei, hm? Die Überstunden, die ich jetzt schon habe, kann ich in diesem Leben sowieso schon nicht mehr abbauen. Wissen Sie was? Ich rufe Sie gleich nochmal in Ruhe an, ja? Das hat keinen Sinn. Auf Nimmerwiederhören. Gibt's Ärger im Büro? Nein, nein, das war der Handwerker. Oh, apropos, ich muss ja noch den Elektriker anrufen. Die Beleuchtung für heute Abend. Ja, ich muss sowieso gleich los. Okay, aber bitte sei pünktlich, ja? Die Ausstellung fängt um 8 an. Ja, hallo? Emma, hier ist Papa. Du, Frau Schröder hat gekündigt, und zwar fristlos. Was? Und wer soll es Doro abholen? Ja, das musst du machen, ich hab zu tun. Um 1 Uhr habe ich einen wichtigen Termin. Papa, ich kann auch nicht. Ich muss für Mathe üben. Du machst das schon, ja? Ich verlasse mich auf dich. Bis später. Tschüss. Du machst das schon. Ich verlasse mich auf dich. Was ist denn los? Mein Vater dreht gerade völlig am Rad. Kenne ich von meiner Mutter. Die nervt auch voll. Jetzt muss ich meine Schwester von der Schule abholen. Mike muss das machen. Jetzt weiter, 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 weiter. Ja, los, ist schlecht. Mike! Was ist denn? Deinetwegen habe ich gerade einen Ball vergeigt. Du musst Doro abholen. Lass mich harten. Das Kindermädchen hat wieder gekündigt. Aber das hier ist ein wichtiges Training. Ich schreibe morgen einen Test, ich muss lernen. Okay, Leute, ich muss weg. Oh. Kleine Stärkung. Herr Behrens, das ist ja nett. Von Rio nach Leipzig, das ist schon eine ganz schöne Umstellung, oder? Ja. Ist das die Übersetzung für das Übernahmeangebot? Mhm. Sagen Sie, hat die Firma einen bestimmten Kurierdienst, oder? Ah, ich habe Zeit, wenn Sie wollen. Ich kann mich drum kümmern. Okay. Danke. Sie haben was gut bei mir. Ja, wie wär's denn vielleicht mit einem Abendessen? Ich weiß ja nicht, wie Sie das machen. Aber ich halte Privates und Berufliches strikt auseinander. Aber vielen Dank. Ja. jeden Fall erst nach 14 Uhr anliefern. So lange bin ich doch nie im Leben unterwegs. Dann machen Sie einfach ein paar Umwege. Hm? Tja, vielleicht steht der Kurier im Stau. Ja. Wissen Sie was? Ich kläre das mal kurz. Kartell-Consulting, Mendes, hallo? Strack, Frau Mendes. Der Kurier ist noch nicht da. Was? Das verstehe ich nicht. Die Sendung ist doch längst raus. Was heißt denn hier längst raus? Der braucht im Leben doch nicht länger als eine Viertelstunde. Es kann ja wohl nicht so schwierig sein, einen Kurierdienst zu beauftragen. Und wenn Sie nicht rechtzeitig fertig werden? Ich war rechtzeitig fertig. Aber er ist noch nicht da. Ja, dafür kann ich doch nicht. Ich habe den Umschlag... Mich interessieren keine Rechtfertigung. Mich interessieren Ergebnisse. Betrachten Sie Ihre Probezeit als beendet. Sie sind gekündigt, und zwar fristlos. Wie bitte? Sagen Sie... Hallo? Herr Kollege, Herr Kartell und ich sind alte Freunde. Ich werde für Sie den Abgabetermin um 1 Stunde verschieben. Mehr geht beim besten Willen nicht. Das schaffe ich. Kein Problem. Vielen Dank. Herr Oliveira, ich bin gleich wieder da, ja? Das gibt's doch nicht. Kann ich bitte Herrn Behrens sprechen? Oh, Herr Behrens ist nicht im Haus. Kann ich dann bitte seine Handynummer haben? Tut mir leid, aber private Nummern gebe ich nicht raus. Ich habe mir die Zahlen genau angesehen. Jetzt gib doch Gas! Oh, Strack. Hallo Papa, ich wollte Doro abholen, aber sie ist nicht mehr da. Was? Doro ist verschwunden? Hier ist keiner mehr. Vielleicht ist sie entführt worden. Entführt worden? Jetzt mach mal keine Panik, ja? Pass auf, ich komme zur Schule und hol dich ab und dann suchen wir sie gemeinsam, ja? Okay, okay. Und grüner wird's nicht. Hey, siehst du das nicht? Guten Tag. Na, meine Kleine, wo wollen wir denn hin? Ich möchte zu meinem Papi. Und? Wie heißt er denn? Na, so wie ich. Ja, klar. Und wie heißt du? Mit Nachnamen meine ich. Strack. Wie denn sonst? Na, dann weiß ich, wen du meinst. Edgar Strack. Der ist doch vom Kartell-Consulting. Der ist schon gegangen. Ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt. Hm. Tschüss. Warum bist du denn so traurig? Ich habe heute meine Arbeit verloren. Hast du etwas Schlimmes getan? Es kommt manchmal vor, dass Fehler passieren und auch wenn man gar nichts dafür kann, kriegt man Ärger. Das kenne ich. Immer wenn Papa was falsch macht, dann sind auch immer die anderen schuld. Ja, dann musst du deinem Papa das mal sagen. Der ist aber nie da. Wenn er mal zu Hause ist, dann muss er arbeiten. Und deine Mama? Die ist im Himmel. Es tut mir leid. Fährt der Bus nach Golis? Na, sag mal. Du kennst die Strecke ja noch gar nicht so gut. Soll ich dich nach Hause bringen? Ja, findest du das gut? Na komm. Wie heißt du denn eigentlich? Doro. Mensch, wo bleibt denn der Edgar? Müsste längst hier sein. Ja, aber Wahrscheinlich ist wieder irgendwas mit seinen Kindern. Ja, ich habe auch eine Tochter. Im Gegensatz zu ihm hatte ich meine Familiensituation besser im Griff. Ja. Entschuldigung, Herr Strack hat angerufen. Es ist ihm etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Er lässt fragen, ob ein anderer Mitarbeiter die Ausschreibungsunterlagen bis 14 Uhr vorbeibringen könnte. Ja, wenn Sie wollen, mache ich das. Es wird knapp, aber das kann ich schaffen. Bitte. Ja. Was hast du denn? Ich muss mal. Papa legt manchmal den Schlüssel da hinten auf der Terrasse in den Blumentopf rein. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Ich finde aber keinen Schlüssel. Aber ich muss dringend. Aber geh doch in den Garten, da sieht dich doch keiner. Ja, hier Krause. Herr Wachtmeister, da ist ein Einbruch passiert bei meinem Nachbarn. Sag mal, räumt ihr denn nie auf? Das machen unsere Kindermädchen. Was? Aber du bist doch schon groß genug dafür. Hattest du auch ein Kindermädchen? Ja, mehr als eines. Mein Vater hatte wenig Zeit. Und deine Mama? Die ist früh gestorben. Como seu estrelado, como a lua iluminada, com amor. Das hat meine Mama mal gesungen, als ich klein war. Was ist denn hier los? Ja, sieht eindeutig nach Einbruch aus. Herr Krause, was macht die Polizei hier? Wir hatten eine Einbruchsmeldung. Ja, von mir. Einbruch? Ich muss dann jetzt mal los. Aber wir können doch noch spielen. Nein, nein, das geht leider nicht. Doro, ich muss jetzt ganz dringend los. Und wegen der Scheibe... Ich sag Papa nix. Genau. Da kommt Doro. Doro. Papa. Mensch, Doro, wo kommst du denn her? Oh, bin ich froh, dass ich dich wieder habe, Mann. Herr Wachtmeister, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass es hier so einen Aufstand gegeben hat. Aber ich kann Ihnen nur versprechen, das wird nie wieder vorkommen. Nicht wahr, Doro? Versprechen wir doch dem Herrn Wachtmeister, oder? Was ist jetzt mit dem Einbruch? Keine Ahnung. Ich habe die Scheibe eingeschlagen. Was? Warum das denn? Ich musste dringend ins Klo. Also, wenn ich Ihnen den guten Rat geben darf. Sie sollten sich ein bisschen mehr um Ihre Kinder kümmern. Da haben Sie recht, Herr Wachtmeister. Tja, also, schönen Tag noch. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Strack. Mensch, Mäuschen, was machst du für Sachen? Wenn Behrens nicht gewesen wäre, hätte die Übernahme nicht geklappt. Ich hätte das Projekt gleich bei ihm belassen sollen. Tut mir leid, aber meine kleine Tochter Doro... Deine Privateingelegenheiten tun hier nichts zur Sache. Edgar, deine Frau ist seit 2 Jahren tot. So langsam müsstest du die Situation in den Griff bekommen. Verdammt. Du willst hier Seniorpartner werden. Da erwarte ich einen klaren Fokus auf das Wesentliche. Ich bringe das wieder in Ordnung. Du übernimmst die Details der Abwicklung. Morgen um 2 kommt Oliveira. Keine weiteren Patzer. Ja, herein. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ja, wir sind ja soweit durch. Uns fehlt hier dringend noch eine Unterschrift. So, das war's. Wenn Sie bitte noch unterschreiben würden. Klar. So. Hier, stimmt so. Danke. Ich hab zu danken. Na dann, Mahlzeit. Das ist nicht lecker, was? Ja. Kinder, Essen ist fertig. Ich mag keinen Spinat. Spinat ist gesund. Ich mag kein Rührei. Rührei enthält ganz viel Eiweiß. Ich mag keine Kartoffeln. Kartoffeln sind Stärke. Guten Appetit. Kinder, ich hatte heute einen Riesenärger im Büro, ja? Und muss gleich wieder weg. Also bitte tut mir den Gefallen und esst. Gibt es wieder wochenlang Spinat? Kannst du nichts anderes? Papa kann auch Pizza und Fischstäbchen. Ich mag Hamburger. Kann er auch nicht. Es reicht, ja? Wenn es dir nicht passt, dann kannst du ja kochen. Was mache ich denn die ganze Zeit? Ach, doch nur, wenn kein Kindermädchen da ist. Und ja immer alle ab. Kein Wunder bei dem Chaos. Kinder, so geht das einfach nicht weiter. Der Laden hier, der muss einfach besser laufen. Jetzt sind wir wieder schuld. Typisch. Seid mal ehrlich. Würdet ihr freiwillig in so einem Haus arbeiten? Hm? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Emma! Sowas wie heute, ja? Das darf nie wieder passieren. Ich kann ja nichts dafür, wenn ich einen Platten habe. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst nicht so rasen. Und das Terrarium, das stand auch schon wieder offen. Mama war nie so unfair wie du. Und kochen konnte sie auch. Mike? Papa, du musst deine Kinder besser erziehen. Ach, Robert, so ist es gut. Du bist zwar eingesperrt, aber übrigens hast du keinen so bescheuerten Vater. Schatz, es tut mir so leid, aber die Kinder waren einfach nicht ins Bett zu kriegen. Hattest du denn wenigstens einen schönen Abend? Was war denn mit dem Kindermädchen? Ja, das hat gekündigt und zwar fristlos. Was sagst du mir erst jetzt? Ja, das ist alles so schnell gegangen. Und was wird aus unserem Urlaub? Können wir den nicht verschieben? Hm? Edgar, so kann das nicht weitergehen. Ich kann nicht immer wegen deiner Kinder zurückstecken. Ich fahre morgen alleine. Barbara, jetzt warte doch mal. Ich glaube, ich habe lange genug gewartet. Und den Termin für die Verlobungsfeier kannst du auch aus dem Kalender streichen. Zieh die Tür hinter dir zu, wenn du gehst. Morgen, Papa. Morgen, Emma. Ich brauche noch Geld zum Einkaufen. Ist doch viel zu viel. Ja, das ist für die neuen Kopfhörer. Morgen, Papa. Morgen, meine Kleine. Komm mal her. Ist das okay, wenn Emma dich heute von der Schule abholt? Ja. Oh, mein Großer. Wann ist denn heute dein Spiel? Um 3. Alles klar. Ich werde da sein. Bis später dann, ja? Tschüss. Tschüss. Wetten, dass er nicht kommt. Glaube ich auch. Weltweit werden Containerschiffe dieser Größenordnung günstiger produziert als in Portugal. Wir müssen also die Produktionskosten deutlich senken, um die Gewinne zu maximieren. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Moment, was heißt das jetzt konkret? Ja, also, dafür müsste ich natürlich weiter ausholen. Dann nun mach mal. Die Zeit haben wir. Gut, ja, dann schlagen Sie doch mal am besten Seite 13 meiner Expertise auf. Wie Sie anhand der Statistik sehen können, sollten wir uns das Textilwesen in Portugal zum Vorbild nehmen. Darf ich die Herren noch auf einen Drink einladen? Aber natürlich. Ich denke, wir sollten auf die künftige Zusammenarbeit anstoßen. Ja, es tut mir leid, aber... Quatsch, du kommst jetzt mit auf kleinen Absacker. So knapp, ja? War ein super Schuss. Wir haben trotzdem verloren. Du hast bestimmt dein Bestes gegeben. Woher willst du denn das wissen? Du warst doch nicht mal dabei. Tut mir leid, aber die Besprechung hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Was habe ich dir mitgebracht als Wiedergutmachung? Hm? Vielleicht triffst du mit denen das nächste Mal ja besser. Oh, tut mir leid, das war nicht so gemeint. Schwierig, schwierig. 8 Kindermädchen in 6 Monaten, das ist, wie soll ich sagen, sehr ungewöhnlich. Sie haben doch so eine riesen Datenbank. Herr Strack, eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Eine Haushaltshilfe hat keine Erfahrung in Erziehungsfragen und ein Kindermädchen sieht sich nicht als Putzkraft. Warum stellen Sie nicht gleich 2 Kräfte ein oder vielleicht sogar 3? Wieso denn? Meine Frau hat das doch auch also alleine geschafft. Das war nie ein Problem. Ja, das war ja auch Ihre Ehefrau, nicht? Gut, sagen wir 300 zusätzlich? 400. Plus Provision. Einverstanden. Ich schicke Ihnen meine besten Kräfte. Danke. Herein. Hallo Gustav. Es geht um den Oliveira-Deal. Eine etwas ungute Situation. Ungut? Ich habe Andreas gesagt, dass du weiter dran bleibst und er fühlt sich... sagen wir mal, übergangen. Nun ja, Andreas ist ein verdammt guter Mann. Und jetzt soll ich das Projekt an ihn abgeben, hm? Natürlich nicht. Aber ich mache mir Sorgen. Man kennt das ja, wenn es privat nicht so gut läuft, man macht Fehler. Du hast mit Barbara gesprochen. Die macht sich auch Sorgen. Ich krieg das hin. Versprochen. Edgar, sie hat die Verlobungsfeier abgesagt. Weißt du, mein größter Wunsch ist, dass Barbara mit meinem Seniorpartner glücklich wird. Dann bring das mit ihr mal wieder in Ordnung. Barbara entschuldigen. Dringend. Schau mal das, Chris. Mann, der will was von dir. Glaub mir. Er hat doch sicher schon eine Freundin. Hatte. Wer weißt du das denn? Von Paul. Doch? Oh Mann, der ist echt süß. Was soll ich jetzt machen? Zurücklächeln. Komm, mach. Hör zu, das Schulfest morgen. Das ist doch die Gelegenheit, um mich kennenzulernen. Ich weiß nicht. Doch, na klar. Wildgruber, ich bin hier wegen der Stelle. Kein Kind ist so brav, dass man nicht froh ist, wenn es endlich im Bett liegt und schläft. Zum Glück sind ja kleine Mädchen abwaschbar. Aber am Ende müssen ja die Kinder auch nur die Dummheiten ihrer Eltern ausbaden. Wenn Männer Kinder kriegen würden, dann hätte jeder nur eins, oder? Ich mag Kinder. Meine Cousine hat auch ein Kind. Und ich habe einen Hund. Der hat sich noch nie beschwert. Darf ich rauchen? Nein. Ja, danke. so, die Stelle ist schon vergeben. Und vielleicht in einem anderen Bereich? Ja, danke. Tschüss. Und wenn ihr lieb seid, dann fahren wir in unser Ferienhaus und nach Rügen. Doro. Anna. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich habe hier was vergessen. Ja, den Spiegel. Das ist Anna. Also du hast die Scheibe eingeschlagen. Coole Nummer. Das ist ja eine Bartagame. Wie heißt die denn? Robert. Du kennst dich mit Echsen aus? Klar. Ich hatte auch so eine. Echt? Mhm. Mike, gib mir mein Wörterbuch wieder. Habe ich in der Schule vergessen. Oh Mann, ich brauche die Übersetzung bis morgen. Mir fehlt nur noch ein Wort. Oh, Sie sind bestimmt wegen der Stelle hier. Was für eine Stelle? Papa sucht ein Kindermädchen. Ach. Das ist Anna. Ah, das mit der Scheibe. Coole Nummer. Das hat sich ja schnell herumgesprochen. Aber Papa haben mir nichts gesagt. Der wäre bestimmt explodiert. Komm, Anna, wir gehen in mein Zimmer. Ich habe ihn für dich versteckt. Das ist total schön. Ja. Den habe ich von meiner Mutter. Kannst du nicht unser Kindermädchen sein? Nee, das geht leider nicht. Schade. Frau Mendes? Was machen Sie denn hier? Herr Strack, ich, hier, das, deswegen bin ich hier. Mhm. Nein, danke. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, um wie viel Geld es bei diesem Termin ging? Nein. Aber wissen Sie, das interessiert mich auch nicht, ja? Ich war nämlich mit meiner Arbeit fertig. Was der Kurierdienst macht, dafür kann ich ja nichts. Schieben Sie doch nicht immer alles auf den Kurierdienst. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit nicht fertig wären, dann müssen Sie mich anrufen. Hallo, Telefon. So etwas gibt es in Brasilien doch auch, oder? Jetzt passen Sie mal auf. Eigeninitiative, mitdenken, nachfragen. Was? Das ist eine solche Frechheit. Wie reden Sie überhaupt mit mir? Und dann brechen Sie auch noch in mein Haus ein. Dafür könnte ich Sie anzeigen. Das war ein Notfall. Sie geben wirklich immer anderen die Schuld. Wenigstens leisten wir nicht Fehler dieser Art, ja? Natürlich nicht. Sie haben Ihr Leben ja voll im Griff. Ja. Darf ich mal? Ja? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, und viel Spaß bei der Suche nach neuem Personal. Anna hatte auch viele Kindermädchen, weil ihr Papa auch nie Zeit hatte. Und Papa, sie kennt sich sogar mit Echsen aus. Ja, tolle Qualifikation. Abgesehen davon würde sie so einen Job nie machen. Hast du sie denn gefragt? Sie hat bei mir im Büro als Übersetzerin gearbeitet. Du hättest sie doch wenigstens fragen können. Mike hat recht, Papa. Genau. Keine Diskussion mehr, Kinder, ja? Schluss jetzt. Jetzt wird's aber Zeit. Ab in die Haie. Das ist aber schön. Das ist Anna. Sie kann so schön singen. Hör mal. Gamaluinaro, gamasejanaro, gamamo, gamamo. Ach doch. Aber Anna hat doch jetzt keine Arbeit. Ab ins Bettchen, los. Darf ich ihr das Bild schenken? Mal sehen. So, und du schläfst es, ja? Lass, mein Schatz. Gut. Kinder können einem echt leid tun. Er ist alleinerziehend. Dein Vater war genauso. Nach dem Tod deiner Mutter hat er sich in die Arbeit gestürzt. Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz? Ich bin sicher, er gibt sein Bestes. Thea, dieser Strack hier. Und du wirst sehen, er stellt dich wieder ein. Nicht mal, wenn er auf allen Vieren ankriechen würde. Du bist so stur. Wie deine Mutter. Ja, aber die Eier können nun wirklich nichts dafür. Robinho? Ach, Herr Strack. Nein, Anna ist zurzeit leider nicht da. Ein Jobangebot. Ich werde sie ausrichten. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Wiederhören. Na? Hallo, Frau Mendes. Es tut mir leid wegen gestern, aber schön, dass Sie trotzdem gekommen sind. Ja, das haben Sie einzig und allein der Überredungskunst meiner Tante zu verdanken. Was hat sie denn gesagt? Na, der Job. Ich nehme an, dass ich wieder für Sie arbeiten soll. Ja, in gewisser Weise. Also, es gibt da besondere Umstände. Also, wenn es nach mir gehen würde, wäre das alles gar kein Problem. Aber der Chef, ja, es liegt sozusagen nicht in meiner Hand. Wie? Habe ich jetzt keinen Job? Doch, doch, ja. Ich würde Sie sogar sehr, sehr gerne für mich arbeiten lassen. Aber natürlich nur, wenn Sie sich das vorstellen können und auch nur vorübergehend. Als Kindermädchen. Zahlen bitte. Frau Mendes, die Kinder mögen Sie. Ich zahle Ihnen auch das Gleiche wie in der Firma, inklusive des... Nein. Warten Sie. Ich soll Ihnen das hier von Doro geben. Normalerweise hat sie nur für ihre Mutter, eine verstorbene Frau. Nein, es geht trotzdem nicht. Es tut mir leid. Ich habe meine Liste vorbereitet. Mhm. Mittagessen machen, Doro abholen, Hausaufgaben gleich nach der... Ist das nicht ein bisschen viel? Was denn? Na, nach der Schule gleich die Hausaufgaben machen zu müssen? Nein, erst Hausaufgaben und dann spielen. Sonst bekomme ich die Kinder ja nicht ins Bett, wissen Sie? Kinder brauchen feste Regeln. Mhm. Woher haben Sie das? Ja, das weiß man doch. Wer ist dein Mann? Ja, ich. Sehen Sie, genau das meine ich. Das sind immerhin noch meine Kinder. Ja, klar. Aber es sind meine Konditionen. Entweder so oder gar nicht. Gute Entscheidung. Später nach Hause. Können Sie bleiben? Ja, kein Problem. Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, Anne Schneider. Ich bin Doros Lehrerin. Mhm. Sie sind Doros Kindermädchen? Ja, das bin ich. Anna Mendes, guten Tag. Ich hätte eine Bitte. Könnten Sie Herrn Strack ausrichten, dass ich ihn gerne in der Sprechstunde sehen würde? Doro, wartest du kurz? Ich bin gleich wieder da, ja? Sie ist sehr verträumt. Ein wenig unkonzentriert. Ich weiß, es geht mich an sich überhaupt nichts an, aber heute beim Spielen. Doro hat dann erzählt, dass sie das Grab ihrer Mutter nicht besuchen darf. Eine solche Situation, ich mache mir da Sorgen. Danke. Glaubst du, meine Mami sieht, dass wir hier sind? Ja. Doch, da bin ich mir ganz sicher. Schau doch mal, da hat noch jemand an deine Mama gedacht. Vielleicht war dein Vater ja doch hier. Können wir öfters herkommen? Ja. Natürlich. Aber weißt du, deine Mama ist immer bei dir. Solange wir an die Menschen denken, die wir lieben, leben sie in uns weiter. Da drin. Fährst du mit mir mal nach Rügen? Nein, da fährst du mit deinem Papa hin. Der freut sich doch bestimmt. Papa hat aber nie Zeit. Doch, doch, doch. Ihr fahrt bestimmt in den Ferien dahin. Seit Mami tot ist, fahren wir nicht mehr dahin. Wieder so typisch. Alles bleibt an mir hängen. Vielleicht hat Andrea auch schon gekündigt. Verstehen könnte ich's ja. Vielleicht sollte ich zum Essen schreien, sie wieder da zu sein. Hallo. Papa hat gesagt, Sie kochen. Ja, das stimmt ja auch. Es tut mir leid, Emma. Ich erkläre es dir später, okay? Wenn Sie das nächste Mal in meinem Zimmer aufräumen. Das in den Kisten ist privat. Insbesondere meine Fotos. Emma ist verliebt, Emma ist verliebt. Was selber auch in meinen Sachen? Wenn alles rumliegt? Emma ist verliebt? In wem denn? Ist ein absolutes Weichheit, der Typ. Emma ist verliebt, Emma ist verliebt, Emma ist verliebt. Hey. Emma? Lass mich in Ruhe. Sag mal, wie heißt der eigentlich? Chris. Und hast du ihn schon mal getroffen? Wann denn? Ich habe ja nie Zeit. Papa kommt immer spät von der Arbeit und dann muss ich auf meine Geschwister aufpassen. Ich kann heute Abend nicht mehr zum Schulfest. Naja, dein Vater ist heute Abend nicht da. Wie meinst du das? Du hättest Doro heute sehen sollen. Was ist das bloß für ein Mensch, der mit den Kindern nicht zum Grab der Mutter geht? Ich glaube, der wird einfach mit dem Verlust seiner Frau nicht fertig. Meinst du? Ja. Ach, das finde ich hübsch. Mhm. Ja. Aber hier in der Teile könnte das ein bisschen enger sein. Kannst du das machen? Ja, ist doch kein Problem. Aber trotzdem, Anna, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ach, vor 11 ist er doch nie zu Hause. Darum geht's doch gar nicht. Aber diese Lügerei, du kannst wirklich deinen Job verlieren. Ja. Und Emma die Chance auf die erste Liebe. Und wenn Frau Mendes irgendwas braucht, du weißt ja, wo alles ist. Ja. Viel Spaß. Ja. Und achten Sie bitte darauf, dass meine Kleine um 8 im Bett ist, ja? Versprochen? Großes Ehrmatt. Und du, mein Sportsfreund, ja, für dich ist 9er Zapfenstreich. Mhm. Ach ja, es könnte später werden. Das ist überhaupt kein Problem. Und schön brav sein, ich möchte keine Beschwerden hören, ja? Tschüss. Tschüss. Ist Gabriele auch so nett wie du? Die ist noch viel netter. Und wenn ich dich halte, dann machst du meine Englisch-Hausaufgaben. Eine Woche. Hey, ich habe gesagt, ich helfe dir ein bisschen. Abgemacht? Du bist ein kleiner Erpresser, weißt du das? Mhm. So, ich gehe jetzt hoch zu eurer Schwester. Viel besser. Ist viel besser. Okay. Sag mal, was mit deinen Haaren? Machst du die eigentlich auch mal auf? Sonst nie. Mhm. Und Schmuck? Komm, wir finden schon was. Barbara? Hier ist Edgar. Edgar! Ich mach grad Tai Chi. Ja, ist herrlich hier. Ich vermisse dich. Ja, ich vermisse dich auch. Schönes Tuch, was du da hast. Das Tuch? Das habe ich gerade hier gekauft. Woher? Du gelobst also Besserung. Mehr Zeit für uns. Kein Problem. Das neue Kindermädchen ist ein Glücksgriff und im Büro läuft auch wieder alles rund. Warum trinken wir dann nicht gleich auf etwas anderes? Eine schöne Verlobungsfeier? Auf uns. Ich könnte auch die ganze Nacht bleiben. Und die Kinder? Kindermädchen. Oh. Ich rufe nur noch mal kurz zu Hause an, ja? Ja. Was ist die Hauptstadt von Spanien? Las Palmas, Córdoba, Madrid oder Barcelona? Madrid. Kluger Junge. Und Gabriela, wenn ich gewinne, dann darf ich einen Horrorfilm sehen. Abgemacht? Horrorfilm? In deinem Alter? Bitte. Abgemacht. Ich erreiche niemanden zu Hause und auf dem Handy auch nicht. Vielleicht haben Sie es nicht gehört. Es wird schon nichts passiert sein. Ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Quatsch. Weißt du was? Ich rufe doch noch mal zu Hause an. Keiner ran. Darf ich mal fragen, wer Sie sind? Wo sind Anna? Ich bin Gabriela. Ich bin Annas Tante. Anna musste dringend weg und ich bin für sie eingesprungen. Eingesprungen, ja? Mhm. Mike, warum bist du noch nicht im Bett? Wir waren gerade dabei. Ab ins Bett. Mensch, Papa, der Film ist doch gleich vorbei. Sofort! Tschüss, Mike. Tschüss. Können Sie mir bitte sagen, was hier los ist? Hm? Emma wollte aufs Schulfest und Anna hat sie begleitet. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt ja wieder hier. Gut. Ich glaube, das war der schönste Tag meines Lebens. Danke, dass du mitgekommen bist. Du hast es ganz toll gemacht, Emma. Ich bin stolz auf dich. Tja. Edgar ist da. Ich hatte dir gesagt, es geht schief. Naja, ich drücke euch beide Daumen. Tschüss. Mist. Was denkst du dir eigentlich dabei, hä? Und dann noch in diesem Aufzug. Also, ich finde, dass Emma das Kleid sehr gut steht. Ach, daher weht der Wind, ja? Vielleicht steht Ihnen ja dieser brasilianische Karnevalsfummel, aber was meine Tochter anzieht, das bestimmt immer noch ich. Emma, du bleibst hier. Hören Sie, Emma hat auch ein Recht auf Privatleben. Sie ist die Einzige aus ihrer Klasse, die so gut wie nie ausgeht, ja? Die anderen Mädchen, die gehen nämlich aus. Die gehen ins Kino, sie haben Freunde. Ach, und da finden Sie, dass Emma auch einen Freund braucht, ja? Sie verstehen nicht, worum es geht. Ich erkläre Ihnen jetzt mal, worum es hier geht. Sie mischen sich in Dinge ein, die Sie nicht angehen und missbrauchen mein Vertrauen. Oh, mein Gott, was sind Sie nur für ein Vater? Es reicht. Sie können gehen, Sie sind gekündigt. Wie bitte? Ich bin gekündigt. Und zwar fristlos. Schon wieder. Das gibt's ja nicht. Komm, ich bring dich ins Bett. Emma? Jetzt mach doch mal die Tür auf. Emma. Es tut mir leid. Das ist so unfair. Er geht doch auch am Abend mit Barbara aus. So egoistisch. Was ist egoistisch? Alles muss immer laufen, wie er es will. Und eigentlich hat es auch Anna nur gut gemeint. Aber vielleicht vertragen sich Anna und Papa wieder. Das wäre schön. Die Doro träumt weiter. Was glaubst du, warum wir schon so viele Kindermädchen hatten? Papa denkt, dass ich jetzt hier wieder in den Laden schmeiße, hat er sich aber geschnitten. Und was machen wir jetzt? Was macht denn ihr hier mitten in der Nacht? Wo sind denn eure Eltern? Die suchen nur einen Parkplatz. Einen ohne Parkgebühr. Darf ich mal sehen? Na gut. Aber in der Wartehalle ist es wärmer. Wir wollten hier warten. Schöne Bartagame. Hallo. Sind die Kinder bei Ihnen? Nein, warum sollten Sie? Sie sind weg. Was? Haben Emma oder Mike angedeutet oder gesagt, dass Sie irgendwo hin wollten? Nein. Dann rufe ich jetzt die Polizei an. Warten Sie. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wo Sie sein könnten. Wir treffen uns am Bahnhof. Am Bahnhof? In einer Viertelstunde. Alles klar, ich bin da. Da! Der Zug nach Binz. Binz? Ja, ich glaube, Sie wollen zu Ihrem Ferienhaus auf Rügen. Woher haben Sie denn das gewusst? Warum haben Sie es nicht gewusst? Danke. Kinder! Oh Mann, da kommt Papa. Es tut mir so leid, dass ich so sauer auf euch war, aber bitte macht das nie wieder. Ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht. Aber du musst uns das versprechen. Du schickst Anna nie mehr weg. Wenn sie überhaupt noch bei uns bleiben will? Klar. Du wolltest doch nicht wirklich wegfahren. Mann. Da kommt er. Morgen, Kinder. Morgen, Mama. Morgen. Wow, sieht aber toll aus. Ach, Herr Strack. Ich habe Ihnen schon mal eine kleine Liste vorbereitet. Ah. Mehr Zeit für die Familie nehmen. Fußballspiel Mike. Hausaufgaben mit Emma machen. Puppenhaus von Doro reparieren. Meinen Sie nicht, dass das ein bisschen viel ist für den Anfang? Ach, das ist alles Verhandlungssache. Ja. Gut, dann lasst es euch mal schmecken, Kinder. Doro, könnt ihr vielleicht eins von diesen leckeren Sandwiches bekommen? Meine Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Strack, vielen Dank. Wir telefonieren dann miteinander. Alles klar. Gustav, hast du mal eine Minute? Ich müsste da was mit dir besprechen. Ist ja privat. Na gut. Ich nehme an, es handelt sich um die Verlobung. Nicht ganz. Gustav, jetzt wo alles so gut läuft, da möchte ich beruflich etwas kürzer treten. Ich werde nicht mehr jeden Sonntag im Büro sein und über die Samstage, da müssen wir auch reden. Aber die Arbeit, die schaffe ich trotzdem. Mensch, so kurz vorm Ziel macht man doch nicht schlapp. Du hast doch jetzt auch ein zuverlässiges Kindermädchen, wie ich höre. Also Vollgas, Junge. Ja, aber Barbara möchte doch auch was von mir haben. Also, darüber muss ich erst mal nachdenken. Durchgelassen. Gut ausschauen lassen. Ja, genau so meine ich das. Hallo? Herr Strack? Das Essen ist noch nicht fertig. Kochen fällt heute aus. Sehen Sie mal. Ja, ich habe schon gesehen. Es ist alles abgehakt. Frau Mendes. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken für alles, was Sie für meine Familie getan haben. Ich habe meine Kinder schon lange nicht mehr so glücklich gesehen und es ist einfacher, als ich dachte, Vater zu sein. Frau Mendes, ich habe einen Tisch reserviert. Sie kommen ja kaum noch raus. Sagen Sie es doch gleich, Ihnen schmeckt mein Essen nicht. Ja, es ist unerträglich. Danke. Sie haben sich verändert. War ich wirklich so schlimm? Anders. Diplomatische Antwort. Mein Vater war Kulturattaché, da kriegt man sowas mit. Ich bin beeindruckt. Sie sprechen 5 Sprachen. Perfekt. Lange werde ich Sie nicht mehr halten können, was? Sie würden sicher wieder gerne in Ihrem alten Beruf arbeiten. Ja. Aber so einfach ist das jetzt nicht. Schließlich haben Sie mir gekündigt. In der Probezeit. Ja, das war auch sehr dumm von mir. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt, wo wir uns schon etwas näher kennen. Edgar. Anna. Barbara. Hi, Emma. Ist dein Vater zu Hause? Ich habe ihn telefonisch nicht erreichen können. Nein, er ist aus. Mit Anna. Anna? Ja, aber keine Sorge, ist nur unser Kindermädchen. Ach, Kindermädchen. Mhm. Ist ganz nett. Dann tschüss. Tschüss. Tolle Musik haben die hier, was? Fällt Ihnen das? Dir. Ach so, ja. Dir. Ja. Kannst du tanzen? Nein, absolut nicht. Das macht nichts. Na los. Anna, das war wirklich einer der schönsten Abende seit langem für mich. Also wenn ich gewusst hätte, dass Tanzen so einfach ist, dann hätte ich schon früher damit angefangen. Ach du Schreck, der Schlüssel ist weg. Ich fürchte, wir müssen wieder eins von den Fenstern einschlagen. Weißt du was, am besten nimmst du den Wagen, weil ich bin ja schon da. Ja. 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 Fertig. Aber du hast doch gar nicht Mau gesagt. Du hast verloren. Ah, Mist. Was ist mit Papa heute los? Ich glaube, ich weiß, was er hat. Barbara! Komm ich ungelegen? Nein, nein. Komm doch rein. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Ich glaube, das ist Barbara. Oh nein. Hallo Kinder. Hallo Barbara. Hallo Barbara. Ich habe euch was mitgebracht. So, für die Doro. Und für Emma. Kinder, wollt ihr euch nicht bedanken? Danke. Danke. Und für Mike. Oh Gott, das ist ja eine Eidechse. Eigentlich ist das eine Bartagama. Cool. Euer Papa und ich, wir haben mal was zu besprechen. Warum lässt man dich mal alleine? Gehst du schon mit anderen Frauen aus? Anna, ist das Kindermädchen? Soll das sowas wie eine Entschuldigung sein? Wo denkst du hin? Guck mal. Französische Küche. Den Koch solltest du unbedingt noch persönlich kennenlernen. Schön, schön. Heute Nachmittag sollten wir die Menüvorschläge für die Feier besprechen. Ja, ist das nicht ein bisschen kurzfristig? Hast du den Kindern noch nichts von unserer Verlobung erzählt? Ja, du, das hat sich einfach noch nicht ergeben. Einfach noch nicht ergeben? Komm, wir müssen gehen. Echt cool. Mensch, merkt ihr das nicht? Die will sich doch nur einschleimen. Wir müssen irgendwas unternehmen. Was denn? Du kannst mir erzählen, was du willst. Du hast dich in ihn verliebt. Nein. Wir waren nur aus. Ganz harmlos. Ich verstehe. Den Blick kenne ich von deiner Mutter. Tja, Edgar würde niemals... Ach, Edgar, per Du seid ihr auch schon? Naja, wie er mich angesehen hat... Nein, aber dann war er total abweisend. Na ja, sag ich ja. Er hat sich auch in dich verliebt. Ach, so ein Quatsch. Weder er noch ich. Genau. Und deshalb willst du ihm auch an deinem freien Tag sein Lieblingsgericht kochen. Die Kinder wollen ihrem Vater eine Freude machen. Na dann, streng dich an. Liebe geht durch den Magen. Also wirklich? Du willst mir das ja richtig andrehen. Da wird sich Papa aber freuen. Und? Probier mal. Super. Ingwer im Schmorbraten. Da muss man erst mal drauf kommen. Mama war eine super Köchin. Hallo Kinder. Anna. Gleich zwei Köchinnen? Das sieht ja nach einer richtig großen Sache aus hier. Ja, aber du setzt dich hin. Hallo meine Kleine. Hallo mein Großer. Papa, wir haben für dich eine Überraschung. Das wird dir bestimmt schmecken. Da bin ich ja mal gespannt. Tada! Wir haben das alte Rezeptbuch von Mama gefunden. Dein Lieblingsessen, genauso wie bei Mama. Schmorbraten mit Ingwer. Vielen Dank, aber ich habe gar keinen Hunger. Was ist mit Papa? Was war denn mit Papa? Er will sich, glaube ich, etwas ausruhen. Willst du nichts essen? Wenn du gehen willst, wir kommen schon klar. Na dann. Bis morgen. Tschüss. Guten Appetit. Haben wir etwa gestritten? Keine Ahnung. Hey, kommt mal her. Das glaube ich nicht. Die wollen sich verloben. Wer? Papa und Barbara. Die Feier ist schon in 2 Wochen. Welche Feier? Papa und Barbara wollen heiraten. Ich kann euch das erklären. Da gibt's nichts mehr zu erklären. Ich wusste gar nicht, dass mein Vater so feige ist. Was ist los? Lass mich raten, es läuft nicht so gut mit Edgar. Hm? Hättest eben doch bei mir bleiben sollen. Edgar hat sich irgendwie verändert. Ah, auch schon gemerkt? Ja, dein Vater kann dankbar sein, wenn er überhaupt noch ins Büro kommt. Wie meinst du das denn? Er will kürzer treten. Familie, Kinder. Wieso? Er hat doch jetzt ein Kindermädchen. Ja, eben. Und die sieht sehr gut aus, hat was auf dem Kasten. Ist eine tolle Frau. Ach, das ist doch absurd. Woher kennst du sie überhaupt? Sie hat hier gearbeitet als Übersetzerin. Er hat sie gefeuert und als Kindermädchen wieder eingestellt. Übersetzerin. Ja, eine sehr gute. Du hast doch viele Kontakte zu ausländischen Firmen. Du könntest sie doch vermitteln. Wäre doch schade, wenn so eine sehr gute Übersetzerin ihre Zeit als einfaches Kindermädchen verschwenden würde. Du meinst, ich sollte Anna einen lukrativeren Job besorgen? Wäre doch für alle das Beste. Paps wüsste deine Bemühungen sicher zu schätzen. Und ich auch. Du weißt ganz genau, dass ich dir keinen Gefallen abschlagen kann, hä? Danke, Andreas. Hallo, Anna. Hallo. War irgendwas mit den Kindern? Sie hatten keinen Appetit und haben nichts gegessen. War irgendwas in der Schule oder was war los? Die Kinder haben gestern etwas mitbekommen, was ich ihnen lieber in Ruhe gesagt hätte. Aha. Ich bin seit ein paar Monaten mit einer Frau zusammen, Barbara. Die Kinder kennen sie, aber so richtig kennengelernt haben sie sie noch nicht. Anna, ich hätte dir das sagen sollen, aber Barbara und ich, wir hatten uns gestritten und... Ach so, und jetzt habt ihr euch offenbar wieder versöhnt. Ja, sie kam mit meiner Familiensituation nicht zurecht und... Gestern war Barbara dann da und hatte die Einladung für unsere Verlobung dabei. Die Kinder haben sie zufälligerweise entdeckt. Und du hattest es den Kindern nicht gesagt? Ja, da würde mir der Appetit aber auch vergehen. Werde ich jetzt hier noch gebraucht? Ich fühle mich hintergangen. Ich meine, er hätte mir doch sagen können, dass er mit dieser Frau zusammen ist. Anna, du arbeitest für ihn. Der musste doch nicht gleich sein gesamtes Privatleben offenlegen. Tia, ich komme mir so ausgenutzt vor. Weißt du überhaupt, wie gerne du ihn magst? Was spielt denn das jetzt noch für eine Rolle? Er wird doch sowieso diese Barbara heiraten. Das glaube ich nicht. Kommt dir das nicht komisch vor, dass er seinen Kindern noch gar nichts von der Verlobung erzählt hat? Mendes, hallo? Behrens hier. Herr Behrens? Die portugiesische Botschaft gibt heute Abend um 20 Uhr einen Empfang. Es sind sehr wichtige Leute da und Sie könnten ein paar gute Kontakte knüpfen. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Ich? Also das ist jetzt sehr überraschend. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe was gut zu machen bei Ihnen. Aha. Naja, aber heute ist... Ach mein Gott, warum nicht? Sagen wir heute Abend 20 Uhr, ne? Davor? Ja, wunderbar, ich freue mich. Okay, bis später. Bis später. Mein ehemaliger Kollege Herr Behrens. Ich glaube, der hat einen Job für mich. Ja, das ist doch großartig. Ja, freu dich doch. Ich weiß nicht. Aber Emma passt doch sonst auch auf Doro auf. Ja, aber gerade im Moment möchte ich sie ehrlich gesagt nicht alleine lassen. Edgar, die gesamte Führungsriege von Santos Empresas wird heute da sein. Barbara und ich sind nicht lange weg und Emma ist ja da, hm? Papa. Was denn? Kann Anna nicht unsere neue Mama sein? Komm mal her. Die musst du unbedingt mal probieren. Ja. Na, vielleicht als Canapés, habe ich gedacht, aber... Ich kann mir vorstellen, dass eine Frau mit ihren sprachlichen Qualitäten unser Unternehmen bereichert. Oh. Ich melde mich. Wen hat sich Andreas denn da angelacht? So eine Frau hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Einverstanden. Kennst du sie? Brigada. Das ist Anna. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ach, dein Kindermädchen? Was macht die denn hier? Ich weiß das sehr zu schätzen, Herr Behrens. Willst du uns nicht mal vorstellen? Natürlich. Gustav. Passt du auf die Tasche auf, Paps? Mhm. Auf Ihr Wohl, Frau Mendes. Hallo, Andreas. Edgar. Ich wusste ja gar nicht, dass du heute Abend auch hier bist. Ich wusste das auch nicht. Das hat sich spontan so ergeben. Darf ich vorstellen, das ist Barbara Kartell und das ist... Und Sie sind das Kindermädchen, richtig? Anna Mendes. Jetzt stell dir vor, Anna hat ein hochdotiertes Angebot von Santos Empresas in Portugal. Das ist ja großartig. Findest du nicht? Und? Hast du schon zugesagt? Hätte ich das dann tun sollen? Wollen wir tanzen? Gerne. Tja, am Ende sind sie doch alle in Deutschland, um sich einen reichen Geschäftsmann zu angeln. Wollen wir auch? Du tanzt doch gar kein Samba. Mach doch nichts. Also Andreas, Tanzstunden haben sich wirklich bezahlt gemacht. Aha. Das ist ja großartig. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Kleine Pause. Aha. Bravo! Ihr seid einfach ein klasse Paar. Ich hole uns mal was zu trinken, ja? Bringst du mir einen Pilz mit? Klar. Sie tanzen ziemlich gut. Danke. Single-Tanzkurs. Aber gebracht hat's mir nicht wirklich sehr viel. Gratuliere, Andreas. Aber eigentlich sollte ich euch beiden gratulieren, was? Neuer Job, neue Liebe. Jetzt hast du ja, was du wolltest. Und die Kinder sind dir dabei völlig egal. Glaubst du das wirklich? Ja, dann brauchst du mich ja auch nicht mehr. Ich kündige. Wie bitte? Ja. Und zwar fristlos. Tja, hat sie den Spieß einfach mal umgedreht, hm? Papa, warum hat Anna gekündigt? Sie hat eine andere Arbeit gefunden. Hat es ihr bei uns nicht gefallen? Nein. Anna weiß nur, dass Barbara und ich heiraten werden. Und Barbara wird ja dann hier wohnen. Kinder, so viel wird sich doch gar nicht verändern. Barbara kann es doch gar nicht leiden. Das stimmt doch überhaupt nicht. Barbara braucht einfach ein bisschen Zeit. Was ist, wenn du das alles ganz falsch siehst? Du und Barbara... Verliebt sein und Schmetterlinge im Bauch. Kennst du das noch? Wenn ich Chris sehe, da krieg ich eine richtige Gänsehaut. Mit dir und Mama, das war anders. Jetzt passt mal auf, Kinder, ja? Barbara und ich, ja, wir verstehen uns großartig. Wir haben die gleichen Interessen. Barbara macht tolle Fotos und überhaupt ist Barbara eine ganz tolle Frau. Ich gehe auf mein Zimmer. Ich gehe auch auf mein Zimmer. Willst du vielleicht auch in dein Zimmer? Hast du Mama denn schon völlig vergessen? Nein, das habe ich nicht. Es war sehr klug von dir, Oliveiras Angebot anzunehmen. So eine Chance kriegt man nur einmal im Leben. Das ist doch genau das, was du immer wolltest. Du hilfst mit, eine Firma aufzubauen und wer weiß, Anna. Du wirst sehen, wenn du erstmal in Lissabon bist. Edgar und die Kinder, du wirst die Zeit immer in deinem Herzen tragen. Aber das Leben geht weiter und es ist dein Leben. Ja. Ist das für die Kinder? Mhm. Für immer. Du wirst mir fehlen. Dann kommt Papa wieder. Keine Ahnung. Es kann sein, dass er ins Büro gefahren ist. Aber heute ist doch Sonntag. Guck mal, was ich in Papas Zimmer gefunden habe. Das sind ja Bilder von Mama. Die kenne ich noch gar nicht. Papa hat sie versteckt. Ich glaube, ich weiß, wo Papa ist. Warum bist du mit uns nicht hierher gekommen? Ich konnte nicht. Ich habe Mama so sehr geliebt. Barbara, wir müssen reden. Ich möchte dir nicht wehtun, aber mir ist wieder klar geworden, wie es sich anfühlt, wenn man jemanden richtig liebt. So wie ich Eva geliebt habe. Anna hat mich daran erinnert und so paradox es klingen mag, aber gerade weil ich dir dieses Gefühl nicht schenken kann, wollte ich dich heiraten. Das ist sowas wie ein Ablenkungsmanöver für dich? Nein, ich wollte einfach nur, dass die Familie wieder vollständig ist. Und überhaupt, es hat auch ganz viel gepasst zwischen uns. Nein, Edgar. Es hat überhaupt nichts gepasst. Ich habe noch zu tun. Entscheiden, obwohl es mir sehr schwer fällt. Für mich fängt jetzt ein neues Leben an, aber ihr müsst mir glauben, dass ich euch nie vergessen werde. Ich habe euch sehr lieb. Eure Anna. Schön, nicht? Ist Portugal weit weg? Ja, ziemlich weit. War Anna da? Sie fliegt heute nach Lissabon. Komm, Kinder, wir müssen uns beeilen. Dann los, auf zum Flughafen! Mensch, Papa, fahr schneller! Beeil dich! 100! Hallo? Hallo? Hier ist absolutes Halteverbot. In 5 Minuten bin ich wieder da. Herr Wachmeister, es ist ein Notfall. Das gibt's doch nicht. Doro. Er kommt. Los! Fenster oder Gang? Fenster, bitte. Anne! Ach. Ich kann dich doch nicht gehen lassen, ohne mich vorher bei dir bedankt zu haben. Fliegen Sie oder bleiben Sie? Anna, du hast mir klargemacht, was für ein riesengroßer Trottel ich gewesen bin. Und durch dich weiß ich jetzt, welche Kleider Emma stehen und dass sie kein kleines Mädchen mehr ist. Endlich habe ich auch mitbekommen, was Mike für ein großartiger Fußballer ist. Und Doro, ja. Doro singt jetzt auch zu Hause brasilianische Lieder und weiß, wie man Fensterscheiben einschlägt. Anna, du hast mir beigebracht, dass meine Füße nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Tanzen da sind. Und durch dich weiß ich jetzt endlich wieder, dass das Leben schön ist. Bonita Anna, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Hey, die hauen uns ab. Hinterher! Fenster oder Gang?